Eine Spritzmaschine für Plastikteile musste in eine Produktionshalle eingebracht werden, ohne den laufenden Fertigungsbetrieb zu stören. Nach der Abladung mit einem Teleskopkran wurde die Maschine mit 3 Stück 50 Tonnen Schwerlastrollen ca. 90 Meter in die Halle manövriert. Um in den äußerst beengten Platzverhältnissen möglichst beweglich zu bleiben, wurden die mobilen Schwerlastrollen von einem Stapler und phasenweise auch per Hand gezogen. Um die Spritzmaschine in der nur 7 Meter hohen Halle in die richtige Endposition zu bringen, wurde das weltweit kompakteste Hubportal, das PHP 63, eingesetzt. Aufgrund seiner kompakten Bauweise ist es gerade für Indoor-Einsätze bestens geeignet. Über ein spezielles Kontrollsystem können 2 Hubportale gleichzeitig mittels einer kabellosen Fernbedienung gesteuert werden. Der Operator kann von überall aus das auftretende Gewicht und die Teleskophöhe jedes einzelnen Hebers am Steuerpult ablesen. Dieses System gewährleistet absolut synchrone Hub- und Fahrbewegungen. Eventuell auftretende Überlastungen führen zu einer automatischen Unterbrechung des Hubvorgangs. 100%ige Sicherheit ist somit in jeder Phase garantiert. In einem ersten Schritt wurde der 14 Tonnen schwere Oberteil angehoben und in Position gehalten. Zu diesem Zweck musste das Hubportal auf 6,3 Meter bis knapp unter die Dachträgerunterkante ausgeschoben werden. In einem zweiten Schritt wurde das 20 Tonnen schwere Maschinenunterteil mit den Schwerlastrollen eingeschoben und mit dem Oberteil schlussendlich vorsichtig verbunden und angeschlossen.